Nachdem Geralt von Riva Foltes den König von Temerien vor einem Attentat gerettet hat, behält dieser ihn als Leibwächter am Hofe. Doch während Geralt einen Monat in Temerien auf den König aufpasst, passiert im Nachbarland Eden etwas, das den Beginn eines großen Umbruchs in den nördlichen Königreichen einleitet. Ein Attentäter ermordete den König von Eddon, Demavend, und verschwand kurz darauf wieder spurlos. Bei diesem Attentäter handelt es sich aber offensichtlich nicht um einen einfachen Widerstandskämpfer, sondern eine Person, die etwas von ihrem Handwerk versteht. Und scheinbar will sich diese Person auch nicht mit dem einen Mord zufrieden geben. Thank you.
Steck die Waffe weg, Elf. Ich will mit dir reden. Verneig dich. Du stehst vor einem gekrönten Haupt. Das von Demavent, durchlauchtigster Herr von Eddern, von Gottes Gnaden, Souverän des Pontertals und so weiter. Und du bist? Ein Freund der Anderlinge. Ich habe einen Vorschlag. Sprich, schnell und präzise. Die Krabbspinne taucht gleich wieder auf, bis dahin hätte ich gern Klarheit. Du könntest diesem Haupt noch weitere hinzufügen. Gekrönte. Red weiter. Zuerst den von Foltest. Aber ich brauche Hilfe. Wenn in Eddern nur knapp entkommen. Zugang zu euren Verstecken. Karten von euren geheimen Pfaden wären nützlich. Und schließlich die Hilfe der Skuyatel. Gold will ich keins. Auch der Ruf eines Töters schert mich nicht. Warum willst du sie dann umbringen? Lange Geschichte. Dein Schützling hat den Nicker erwischt. Zeit zu gehen. Sind wir uns einig, Elf? Von all diesen Geschehnissen nichts mitkriegend, erfüllt Geralt seine Tätigkeit an Foltests Hof gemeinsam mit der Zauberin Triss Merigold. Doch die friedliche Zeit hatte schnell ein Ende, denn auch in Temerien begann es politisch zu brodeln. Einige Adlige stachelten die heimliche Geliebte von Foltest, die Baronin Lavalette, zu einem Bürgerkrieg gegen den König an. Da sie diesem dabei auch seine unehelichen Kinder verweigert, bleibt Foltest nichts anderes übrig, als gegen die Burg der Lavalettes zu ziehen, und natürlich soll Geralt bei dieser Belagerung mitwirken. Er schafft es auch, den Sohn der Baronin, Ayan, zum Aufgeben zu bewegen, womit die Schlacht schon fast gewonnen ist. Doch als Foltest in die Burg ziehen will, wo seine Kinder versteckt werden, greift auf einmal ein Drache an und trennt Foltest und Geralt vom Rest der Truppen. Geralt kann den Drachen gerade so zurückschlagen und Foltest verspricht ihm dafür, ihm alles zu geben, was er verlangt. Geralt will nichts anderes, als mit Triss zusammen den Hof verlassen zu dürfen. Foltest verspricht ihm das, doch vorher sieht er dann endlich erstmal wieder seine Kinder, Anaïs und Bussy. Wer kommt da? Foltest. Ich hole meine Kinder. Geralt, warte hier. Du könntest sie erschrecken. Ah, den Göttern sei Dank. Meine Gebete wurden erhört. Geh, Bussy. Das ist nicht mein Vater. Aber dein König, mein Junge. Glocken. Ihr Triumph ist vollkommen. Die Stadt und die Festung sind gefallen. Ihr solltet dem Urvater und der Mutterschöpferin für diesen großen Sieg danken. Warte, blinder Mann. Ich habe meine Kinder ein halbes Jahr nicht gesehen. Die Götter können ruhig noch etwas warten. Hört mir zu. Eure Mutter und ich haben uns gezankt, aber das ist vorbei. Sie wurde getäuscht. Böse Menschen haben sie gegen mich aufgebracht. Diese Menschen sind bestraft worden und jetzt wird alles wieder gut werden. Nicht weinen, Bussy. Eines Tages wirst du König sein. Und Könige weinen nicht. Es kommen Bewaffnete, Majestät. Kinder, ins Refektorium. Meine Ritter sind gleich hier. Ihr sollt sie kennenlernen, denn einst werdet ihr sie befehligen. Bussy, wasch dein Gesicht. Man darf nicht sehen, dass du geweint hast. Im anderen Zimmer steht ein Wassereimer.
Anais, hilf deinem Bruder. König, das Gebet. Sie sollen aussehen wie die Königskinder, die sie sind. Sie haben eure Augen, König. Geralt wird fälschlicherweise für den Mord an Foltest eingesperrt. Er wird von Vernon Roche, dem Kommandanten der Blauen Streifen, verhört, welche eine Einheit in Temerien sind, die sich auf das Aufspüren und Vernichten von Skoyatell-Gruppen spezialisiert hat. Geralt erzählt Roche die ganze Geschichte und erwähnt dabei auch, dass er während der Belagerung ein paar Skoyatell am Fluss gesehen hat. Roche glaubt Geralt die Geschichte tatsächlich und bietet sogar an, ihm aus dem Kerker zu helfen, wenn er sich bereit erklärt, mit Roche zusammen nach dem wahren Mörder zu suchen. Zum Ende der Befragung holt Roche dann noch einen Bericht über Geralts Tod hervor, welcher bewirkt, dass Geralt sich wieder an seinen eigenen Tod in Riva erinnern kann. Riva, eine Stadt mit 1234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom, ein Massaker. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. ...76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Geralt von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und 3 Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Jennifer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Geralt und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Ich erinnere mich. Riva. Jennifer. Es scheint also so, als kämen auch langsam Geralts Erinnerungen zurück.
Mit Hilfe des Schlüssels von Roche schafft Geralt es dann auch, aus seiner Zelle zu fliehen und trifft im Kerker wieder auf Ayan Lavalette. Dieser wird dort gerade gefoltert, damit er ein Geständnis unterschreibt, in welchem er aussagt, dass er und nicht Foltes der Vater von Anaïs und Bussy sei. Scheinbar will da jemand den Nachfahren Foltes ihren Anspruch auf den Thron nehmen. Geralt rettet Ayan und die beiden unterstützen sich gegenseitig bei der Flucht. Als sie den Ausgang erreichen, bleibt Ayan zurück, um die Festung in Schutt und Asche zu legen, während Geralt sich auf Roches Schiff schleicht, wo auch schon Triss wartet, welche als Freundin von Geralt nun auch als Komplizin des Mörders gehandelt wird. Es soll nun nach Flotsam gehen, einem Dorf, welches an der Grenze zwischen Temerien, Eddon und Cadwyn liegt, denn dort wurde vor einem Monat eine Gruppe Skoyatel gesichtet. Während der Überfahrt erzählt Triss Geralt seine gesamte Geschichte von seiner Beziehung zu Ciri und sogar auch von Yennefer. Sie bleiben mit dem Schiff etwas außerhalb von Flotsam, um nicht aufzufallen, doch während sich Roche, Triss und Geralt auf den Weg nach Flotsam machen, treffen sie doch tatsächlich auf Yorveth, einen Anführer der Skoyatel. Roche provoziert einen Kampf und Triss kann die Pfeile der Skoyatel gerade so abwehren, was sie allerdings enorm viel Macht kostet. Sie schaffen es gerade so nach Flotsam und sehen noch kurz, wie der Königsmörder an der Seite Yorveths steht. Ihr kennt euch? Oh ja, aber davon weiß er nichts mehr. Darum konnte ich den Hexer auch überraschen, als ich Foltes tötete. Keine Sorge, Elf. Ich kenne Geralt. Besonders seine Schwäche. Den Königsmörder müssen sie aber zunächst entkommen lassen, denn auch in Flotsam wollen die Probleme nicht aufhören. Auf dem Marktplatz sollen mehrere Leute gehängt werden, darunter auch Geralts Freunde Soltan und Rittersporn, welcher als Spion für Roche gearbeitet hat. Geralt will seine Freunde natürlich vor dem Galgen retten und verprügelt dafür sogar den Henker, doch dann taucht der Stadtkommandant Bernard Loredo auf. Dieser lässt Geralts Freunde gehen, doch dafür will er, dass Geralt am Abend zu ihm kommt. Die wiedergewonnene Freiheit soll dann erstmal kräftig im Gasthaus gefeiert werden, wo sich alle auf den neuesten Stand bringen. Doch auch hier gibt es natürlich keine Ruhe, denn ein Monster greift das Dorf an. Dieses wird von einer Zauberin namens Sheila de Tankerville zurückgeschlagen, welche scheinbar auch eine alte Bekannte von Triss ist und welche nach Flotsam kam, um das Monster, den Kairan, zu erledigen und besondere Ingredienzien zu sammeln. Sie stimmt zu, das Monster gemeinsam mit Geralt zu jagen, doch vorher soll dieser noch ein paar Informationen einholen. Zunächst steht allerdings das Treffen mit Bernard Loredo an. Zusammen mit Roche, der scheinbar auch was von Loredo will, geht Geralt zu dessen Anwesen. Doch bevor er vorgelassen wird, hat Loredo noch einen anderen Gast, nämlich Sheila. Roche schlägt vor, vielleicht mal zu hören, was da so besprochen wird. Dafür schleicht sich Geralt in den hinteren Teil des Anwesens und kann das Gespräch belauschen. Er hört, dass Sheila Loredo wohl eine Abmachung angeboten hat, kam aber zu spät, um Einzelheiten zu erfahren. Außerdem hört er, dass Loredo wohl Wachen von den Straßen abgezogen hat, um seine eigenen Waren zu beschützen. Danach folgen noch einige Beleidigungen und Drohungen und Sheila wird rausgeworfen. Geralt schleicht anschließend zurück und wird zu Loredo vorgelassen. Dieser will vor allem sicherstellen, dass Geralt auf der richtigen Seite steht, nämlich auf seiner und gegen die Skoyatel, welche er aus Flotsam vertreiben will. Er will, dass Geralt seinen Freund Soltan ausspioniert, weil er glaubt, dass der eine Verbindung zu den Skoyatel hat und er macht ihm noch einmal klar, dass er ihn jederzeit töten lassen kann, weil er als Mörder von Foltes gesucht wird. Eine schnelle Flucht aus Flotsam wird somit nicht möglich werden, also beschließt Geralt, sich wieder dem Kairan zu widmen. Er spricht mit einem Elfen namens Cedric. Dieser wird ständig von allen möglichen Visionen geplagt, weswegen er sich ständig betrinkt. Nichtsdestotrotz weiß er, wo der Kairan seinen Hort hat. Gemeinsam mit Triss untersucht er den Hort und findet heraus, dass der Kairan ein Mutant ist und über ein starkes Gift verfügt, für das er ein Gegenmittel finden muss. Nachdem er sich vorbereitet hat, beginnt der Kampf. Thank you.
Nachdem der Kairan besiegt ist, kehrt Geralt nach Flotsam zurück, wo Triss ihm erzählt, dass auf der Gefängnisbarke wohl die rechte Hand von Jorvid gefangen gehalten wird, Kiaran Ep Esnelin. Die beiden wollen ihn befragen, allerdings ist er stark verwundet, offensichtlich wohl von einer Hexerklinge. Mit Hilfe von Triss Magie können sie ihn kurz stabilisieren und erfahren von ihm, dass der Königsmörder, welcher Leto heißt, wohl die Skoyatel verraten will. Geralt will also Jorvid warnen, damit dieser ihm den Königsmörder ausliefert, doch vorher erinnert er sich an einen weiteren Teil nach seinem Tod. Yennefer sagt, dass Ciri von uns gegangen ist und nun glücklich in einer besseren Welt lebt. Zuvor hat sie uns die Malus-Insel geschenkt. Unsere Insel. Wir verlieren das Zeitgefühl. Die Menschen halten die Geister der wilden Jagd für unbesiegbar. Sie rasen über den Himmel, Schwerter aus Blitzen und bleichen Händen. Sie entführen immer wieder Menschen, die dann ihre Reihen verstärken. Sie verbrennen den Obstgarten und die Hütte und zertrampeln unsere Insel. Sie entführen Yennefer. Ich muss sie retten. Zurück in die Wirklichkeit gelangen. Auf den Weg des Hexers. Bevor sie Jorvid treffen, wollen Geralt und Triss daher nun etwas tun, um dessen Erinnerung zurückzuholen. Ganz in der Nähe von Flotsam sollen Rosen der Erinnerungen wachsen. Mithilfe dieser kann Triss wohl weitere Erinnerungen von Geralt zurückholen. Doch als sie die Rosen pflücken, werden sie von Banditen angegriffen und fallen in ein altes Bad der Enseide, wo sie die freie Zeit, erstmal ausnutzen. Nach Ende des Spaßes kommt Vernon Roche und rettet sie aus dieser misslichen Lage, und Geralt trifft sich mit Soltan, um zu erfahren, wie er mit Jorvid in Kontakt treten kann. Denn wie sich herausstellt, hatte Loredo recht, und Soltan ist tatsächlich ein Mitglied der Skoyatel. Soltan zeigt ihm einen Treffpunkt, und mit dem Elfen verhandeln sie, dass sie Jorvid an einer bestimmten Stelle treffen sollen. Doch dieser Treffpunkt stellt sich als Falle heraus, denn am Treffpunkt wartet schon eine Krabbspinne auf die beiden, die sie mit vereinten Kräften bezwingen, nur um direkt danach einigen Bogenschützen der Skoyatel und auch Jorvid höchstpersönlich gegenüberzustehen. Jorvid glaubt Geralt natürlich nicht sofort, Geralt kann ihn aber zum Überlegen bringen. Sie beschließen daher, eine List zu probieren. Geralt soll einen gefesselten Jorvid zu Leto bringen und durch seine Reaktion will Jorvid dann sehen, ob Geralt die Wahrheit sagt. Genug mit der Farce! W3, Ende! Ein Hexer und ein paar Elfen reichen, um einen König zu töten? Wer bist du? Dein Albtraum!